Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Hyrule Warriors. Ja, und ich muss euch gestehen, dank dem Zauberwerk der Technik hat schon wieder irgendwas nicht funktioniert. Und mein tolles neues Gerät hat leider nur das Spiel aufgenommen, aber mein Gesabbel nebenher leider nicht. Leider oder Gott sei Dank, das sei mal dahingestellt, aber ich habe mich dazu entschieden, euch das einfach jetzt nachzuvertonen. Sprich, ihr seht das Spielgeschehen, was ich gespielt habe, und zwar den Wald von Pirone, und werde euch jetzt einfach dazu meinen Senf im Nachhinein geben. Leider kann ich es nicht anders machen. Ich wollte das Level nicht nochmal spielen, um einfach den Spielstand nicht zu verfälschen. Und ja, da müssen wir jetzt leider alle mit leben. Ja, und in diesem Kapitel seht ihr schon, wird uns Link empfohlen. Und ja, ich habe mich natürlich dran gehalten, dass wir den Link nehmen. Und wir haben eine neue Waffe des Zaubers, diesen Zauberstab. Und der wird auch empfohlen. Und natürlich halte ich mich da dran, wie immer, was das Spiel mir vorgibt. Ihr wisst ja. Ja. Link and his allies were saved from the dangers of the Elden Caves by a mysterious youth named Sheik. Joined by their new ally, Impa's troops exited the caves and emerged in Farron Woods. There, they found a hidden village overrun with monsters. While Link and Impa wanted to continue their search for Zelda, they could not ignore the plight of the villagers. Without hesitation, they sprang into battle. Ja, und auf der Suche nach Zelda, die ja immer noch irgendwo verschollen ist, haben wir gelesen, dass da Dorfbewohner in Not sind. Und natürlich kann unser Held, der Link, und die Impa das nicht einfach so hinnehmen und wollen helfen. Und dementsprechend werden wir uns in eine Schlacht begeben. Direkt jetzt. Also jetzt, wenn Charlie denn mal endlich drücken würde, ne? Du? Führst du diese Soldaten an? Ja. Du verwendest Magie. Wo hast du das gelernt? Nun ja, ich bin eine Zauberin. Ich gehöre demselben Clan an wie jene, die da all diese Ungeheuer befehlen. Chia. Dann sag mir. Was will diese Chia in Hyrule? Mal sehen. Helft uns. Dann verrate ich es euch. Ja, hast du mehr als ein Item, kannst du zwischen ihnen wechseln, indem du das Steuerkreuz nach links oder rechts drückst oder indem du den Touchscreen des Wii U Gamepads berührst. Ja, und endlich habe ich mal ein bisschen Zeit, die Texte ein bisschen vorzulesen. Und da starten wir auch schon mit dem Link. Und der neue Zauberstab sieht echt heiß aus. Muss ich sagen, habe ich mehrfach betont, dass der mir doch sehr gut gefällt. Erstmal so alle Moves testen natürlich. Und das Ding hat verdammt viele Moves, wenn man nicht gerade den Arsch versohlt bekommt. Und ein Dekuranas wurde auf dem Schlachtfeld gesehen. Da hinten ist er schon. Und das sind ganz gemeine Viecher, wenn die dich erwischen. Ja, jetzt mach doch mal den Hauptmann da. Hey,
Also wenn man so zuguckt, merkt man erstmal, wie präzise ich spiele. So, aber man sieht hier schon, dass der Dekuranas nicht so einfach niederzumetzeln ist, denn wir brauchen einen Bogen dafür. So, aber erstmal zeigen wir euch, wir, also ich, Charlie und die andere Charlie, die da spielt in der Vergangenheit, wie dieser Superangriff ging. Und den finde ich eigentlich relativ beeindruckend, muss ich sagen. Auch dieses Angriffsmuster finde ich sehr, sehr schön. Wenn man den treffen würde. Und wenn da mal mehr Gegner stehen würden, die man treffen könnte. So, aber wichtig ist ja, den Festungskommandanten zu besiegen. Und das haben wir hiermit geschafft. Ah, ich weiß, der Bogen war am großen Baum im Südwesten der Siedlung. Gibt uns die Lana gerade als Tipp. Das heißt, wir müssen zu dem Südwestbaum. Wo die Charlie auch hoffentlich hinläuft und nicht in den Feind rein. Erstmal ein bisschen Orientierung wieder. Ja, genau, und wieder in den Feind rein. Oh mein Gott. Sich selber zuzuschauen ist erreicht. Lass das mal. So, und da haben wir eine Truhe gefunden. Und Daumen drücken. Daumen drücken, dass da unser Bogen drin ist. Und wirklich ein super toller Bogen. Du hast den Bogen erhalten. Mit ihm kannst du auch weiter entfernte Gegner angreifen. Kleinere Gegner werden durchschlagen. Ja, und mit dem Bogen können wir dann den Dekurana besiegen, hoffentlich. Erstmal gucken, wie man den ausrüstet, genau, und wie man zielt und so zielt und das geht gar nicht. Aber dafür haben wir einen Stufenanstieg. So, jetzt haben wir endlich rausgefunden, wie wir den Bogen abfeuern und es sind noch 4 übrig. Also mit dem Bogen gehen die relativ schnell, anvisieren und einfach drauf. Und es sind nur noch 3 übrig. Die sollte man auch relativ schnell besiegen können. Bisschen Feinde zwischenzeitlich platt machen. Jetzt erstmal wieder die Frage, wo müssen wir eigentlich hin? So. Und da war auch nur noch einer übrig. Hier sind sogar gar keine Feinde mehr. Ja, einmal ein paar Ehrenrunden und schon haben wir den letzten gefunden. Und es wurden alle besiegt. Die Mission war erfolgreich. Damit sollte die Gefahr durch das Gift gebannt sein. Vielen Dank. So, und der Südbaum und der Westbaum sind nun offen. Also ich muss sagen, wenn ich mir so zugucke, ist das doch definitiv entspannter, als wenn man dabei noch spielen muss. Vielleicht sollte ich das immer so machen, einfach im Nachhinein kommentieren. So, aber wir sollen Lana im Dekobaum helfen. Wir machen aber erstmal den Hauptmann hier kaputt. Alles, was weg ist, ist schon mal gut. So, und die Lana steht da oben.
Da werden wir jetzt ganz schnell mal hindüsen. Und ja, ich muss sagen, also wenn ich mir das so angucke, dieser Zauberstab ist schon echt was Schönes. Und da haben wir schon wieder eine Stufenerhöhung. Aber auch viele Gegner. Man muss näher ran, Charlie, muss ich dir mal sagen. Ich glaube sogar, das habe ich selber bemerkt. Aber zwischen bemerken und ausführen, ja. So, und wir sind im Westbaum. Können direkt einen super Mega-Angriff starten, von dem man hier leider auch nicht so viel gesehen hat. Also ich finde den echt beeindruckend. Und die sind echt gemein. Die sind echt gemein. Und, Charlie, du weißt schon, dass der Dekobaum in Gefahr ist. Ja, ja, lass dich ruhig noch ein bisschen stunnen. Ist ja, läuft ja nicht weg, ne? Aber die Gyptos, muss ich wirklich sagen, die sind echt doofe Feinde. Wenn man da nicht aufpasst, wird man halt direkt gestunnt. Und eigentlich würde ich gerne hier, glaube ich, den Festungskommandanten endlich mal platt machen, aber irgendwie... Ah ja, okay, jetzt. Und die Gyptos Brücke nach Norden vor. Wieso tue ich denn nichts? Lass mich da weiter irgendwie von einem bannen. Ja, mach ruhig in Ruhe. Ist ja nicht so, dass man irgendwie in Eile wäre oder sowas. Naja, auf jeden Fall ist der Westbaum erobert und auch der Gypto ist Geschichte. Einer jedenfalls. Kann sich ja jetzt nur noch um Stunden handeln. Und ja, man merkt schon, ich sehe das selber gerade, dass diese Kameraführung ist manchmal echt schrottig. Da muss man sich echt dran gewöhnen. Zudem man ja auch auf dem Pad von der Wii U spielt gerade. Und ich einfach wirklich PS4-Controller gewohnt bin. Aber ich möchte mich hier gar nicht rausreden, nur ein klein wenig erklären. Doch, ich will mich rausreden. So, und da ist wieder so ein Gypto. Da werden wir, glaube ich, noch ein paar mehr von treffen. Und hier sieht man so ein bisschen besser diesen Superangriff. Der ist echt schön. So, und Impa hat auch so ein Gypto besiegt. Wir leider noch nicht. Oder doch. Jetzt haben wir ihn. Und da ist schon der nächste. Die Viecher laufen da auch überall rum. Und wir haben noch einen super Angriff zur Verfügung. Wunderschön. Aber platt ist er leider immer noch nicht ganz. Ja, vielleicht mal treffen, Charlie. Treffen. Hallo. Jetzt fällt er mir schon vor die Füße. Und Lana jammert, ich brauche hier dringend Hilfe. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich da nicht hingehe. Obwohl doch so langsam machen wir uns auch auf den Weg da, hey, oder auch nicht. Sehr schön, wie ich so das Spiel ignoriere. So, und da ist ein Hauptmann auch in Gefahr. Hier ist irgendwie jeder gleichzeitig in Gefahr. Ich muss aber auch sagen, den Angriff, da wirklich da rauszukommen, gerade wenn es dann mehrere sind, hier in dem Fall sogar drei Stück, das ist echt nicht einfach. Sie drängen uns zurück. Oh oh. Okay, aber anscheinend scheint mir der Ostbaum wichtiger zu sein gerade.
So, man sieht schon, ich versuche irgendwie zu dem Festungskommandanten zu gelangen, aber das ist gar nicht mal so leicht, wenn man mit der Kamerasteuerung nicht ganz so gut klarkommt. Und der Pyroma ist auch da. Und die Moral der Truppen sinkt. Oh, oh. Okay, jetzt habe ich aber endlich mal begriffen, dass ich zum Deko bauen muss. Fragt sich jetzt nur noch, wo der Weg wieder mal ist. Ja, klar, so viel Zeit muss sein. Ich habe keine Ahnung. So, da ist Sackgasse, wunderschön. Ja, ist ja nicht schlimm. Laufen wir noch mal ein paar Mal im Kreis. Okay, also machen wir doch vielleicht erst die Festung fertig oder schleudern irgendwohin ins Nirvana die Bomben und hauen wieder ab. Nee, schön. Falls sich jemand fragt, ob das Taktik hat, ich glaube nicht. So, jetzt sind wir aber endlich bei der Lana und damit am Dekobaum. Und so, hier ist doch gar nicht viel los. Was jammert die denn? Das war doch ganz einfach. Hätten wir uns noch massig Zeit lassen können. Ein Glück, das sollte dem Dekobaum wertvolle Zeit verschaffen. Ja, und nun? Achso, wieder zurück. Wir hatten ja dann noch so eine Festung. Boah, hier sind aber auch viele Gegner. So, jetzt ist die Kacke richtig am Dampfen. Jetzt hat der Bösewicht einfach den Dekobaum angezündet. Ja, und die Frage ist jetzt, wie machen wir das jetzt aus? Erstmal Feuerlöscher suchen? Ja, ja. Kein Wasser zum Löschen in der Nähe. Freut euch auf ein feuriges Ende. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Dekobaum verbrennt. Doch was können wir tun? Das frage ich mich, glaube ich, auch gerade. Ah, ich kann die Aura einer großen Fee fühlen. Wenn sie uns hilft, könnten wir alle retten. So, das heißt, wir müssen die große Fee finden. Fragt sich nur, wo sie ist. Fügt euch eurem Schicksal. Ihr könnt ihm nicht entkommen. So, der Ostbaum ist offen. Eventuell vielleicht... Oh, schon wieder so ein Gipto. Zwei Stück sogar. Halleluja. Ja, das ist gar nicht mal so einfach. Dahin zu kommen und dahin zu gehen, wo man hin will. Weil da sind ja doch ganz schön viele Gegner auf dem Weg dorthin. Und ich soll im Nordosten suchen. Da gehe ich bestimmt hin. Aber da sind schon wieder Gyptos. Und wir haben schon wieder eine Spezialattacke gemacht. Die neu war. Ist mir gar nicht aufgefallen. So, und eines Kula ist auch noch auf dem Schlachtfeld. Also ganz schön viel los, muss ich sagen. Selbst beim Zuschauen. So, und die Frage ist, was machen wir jetzt wieder mal als erstes? Als erstes doch den Ostbaum einnehmen. Was auch ganz gut gelungen ist. Und dann wollen wir uns doch dem Bildfragment widmen, habe ich die Vermutung. Während der Dekobaum genüsslich da abrennt. Schnell in meinen Tempel.
ignorieren wir, weil wir wollen ja erst das Bildfragment. Und man hört es ganz deutlich. Und da ist es auch schon. Tada! Sehr schön. So, und jetzt aber schnell zur großen Fee. Wenn man den Weg findet. Bisschen links, bisschen rechts, eine fallen lassen. Aber wir sind gleich da. Und hier ist schon wieder so ein Vieh auf dem Weg. Ich glaube, der ist immer noch da, aber wir wollen ja zur großen Fee.